Gemeinde in Ephesus. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Liebe Gemeinde, mit diesem Satz, dem Wochenspruch für die neue Woche, begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Andacht. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Epheser 2, Vers 8. Ich lese als Lesung das Evangelium für diesen Sonntag. Es steht bei Lukas im 5. Kapitel, die ersten 11 Verse. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, wir sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Sie stellt fest, das Benzin ist alle. Leider befindet sie sich 2 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt. Doch sie weiß, in diesem Ort gibt es eine Tankstelle, also macht sie sich auf den Weg, tapfer und zu Fuß. Nach 25 Minuten kommt sie an und geht ins Kassenhäuschen. Guten Tag, ruft sie dem Mann hinter der Kasse zu. Leider bin ich liegen geblieben, der Tank ist leer. Ich möchte jetzt erstmal 2 Liter kaufen in einem kleinen Gefäß. Dann laufe ich zurück, fülle das Benzin in den Tank
und komme mit dem Auto wieder hierher zum Volltanken. Oh, sagt der Mann an der Kasse, das tut mir leid. Ich habe kein passendes Gefäß. Sie werden doch wohl, ruft die Dame energisch, Sie werden doch wohl irgendeinen kleinen Eimer haben oder etwas anderes, worin Sie mir ein bisschen Benzin mitgeben können. Nun ja, meint der Mann und denkt nach. Er geht zur Seite, wühlt in einer Kiste und zieht einen alten Nachttopf hervor. Den da kann ich Ihnen geben, wenn Sie möchten. Klar, alles in Ordnung, ruft die Nonne. Füllen Sie ihn bitte halb voll. Der Mann tut es und die Nonne macht sich mit dem Nachttopf wieder auf den Weg. Sie kommt bei ihrem Auto an, öffnet die Klappe zum Tank und beginnt die Flüssigkeit in den Tank zu füllen. In diesem Moment fährt ein Lastwagen vorbei. Der Fahrer tritt auf die Bremse, öffnet das Fenster und ist völlig verblüfft über das, was er da sieht. Er ruft der Nonne zu, Schwester, Ihren Glauben, den möchte ich auch haben. Der für heute vorgeschlagene Predigtext ist ein Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief des Paulus, aus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Paulus schreibt dort, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Soweit der Text. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft, sagt Paulus. Das Wort vom Kreuz, das ist die Botschaft von Jesus, das, was von Jesus vor allem zu sagen ist, dass er Gottes Sohn ist, in dieser Welt lebte, dass er am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, dass er uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt hat und wir deshalb ewig mit ihm leben dürfen. Dieses Wort vom Kreuz, sagt Paulus, das ist für viele Menschen unvorstellbar, nicht zu begreifen. Das kann doch nicht sein. Gott wird Mensch und stirbt. Er stirbt stellvertretend für uns, damit wir wegen unserer Schuld von Gott nicht mehr bestraft werden. Das kann doch nicht sein. So denken viele. Und ich kann das auch verstehen, denn es klingt erst einmal sehr eigenartig. Es geht dabei vielen Leuten vielleicht so wie dem LKW-Fahrer in meiner Geschichte, der etwas sieht, das ihm absolut unvorstellbar ist. Das ist doch wohl nicht möglich, schießt es ihm durch den Kopf. Die Gute, die wird doch wohl nicht im Ernst, nee, die wird doch wohl nicht glauben, dass sie mit dem Inhalt ihres Nachttopfs Auto fahren kann. Und doch, sie kann damit Auto fahren. Und sie weiß sogar, dass sie es kann, denn sie weiß, was der Lkw-Fahrer nicht weiß, sie weiß, dass da echtes Benzin in ihrem Nachttopf ist. Sie weiß es, denn sie hat es an der Tankstelle gekauft. Der Tankwart hat es ihr aus der Zapfsäule abgeführt. Sie weiß, es ist echtes Benzin, auch wenn es vielleicht erst einmal nicht danach aussieht. Sie weiß es und sie hat schon aufgetankt. Und immer hat das mit dem Benzin funktioniert. Und wenn sie nun am Ende der Geschichte mit dem Auto losfährt, dann wird dem Lkw-Fahrer entweder die Spucke völlig wegbleiben oder aber er wird begreifen, ach, das, was da in dem Topf war, das ist ja tatsächlich echtes Benzin. Es ist echtes Benzin. So verhält es sich auch mit Jesus und mit dem Wort vom Kreuz. Wer das Vertrauen auf ihn wagt, der wird es erleben, dass es stimmt. Zumindest mir geht das so, aber auch sehr vielen anderen Menschen. Ich merke, wenn ich mich darauf verlasse,
wenn ich darauf vertraue, dass Gott mich durch den Tod Jesu mit sich versöhnt, wenn ich es wage, darauf zu vertrauen, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe, wenn ich es wage, darauf zu vertrauen, dann erlebe ich es. Ich werde frei von meiner Schuld. Ich spüre die Nähe Gottes und ich erkenne, dass ich bei ihm sein, mit ihm leben darf. Lasst es uns wagen, immer wieder neu auf Jesus zu vertrauen und auf das Wort vom Kreuz. Lasst es uns wagen, darauf zu vertrauen, dass er uns die Tür zu Gott geöffnet hat und dass wir unser Leben mit ihm führen dürfen. Ich bin sicher, dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht werden, so wie auch das Vertrauen des Petrus nicht enttäuscht worden ist in der Geschichte, die ich vorhin als Lesung vorgetragen habe. Das, was Petrus tat, hielten alle für verrückt. Er zunächst eigentlich auch. Doch er hat es gewagt. Er ist im Vertrauen auf Jesus zu einer völlig unpassenden Tageszeit zum Fischen hinausgefahren und hat eine enorme Menge gefangen. Jesus, dem er vertraut hat, der hat ihn nicht enttäuscht. Auch wir werden nicht enttäuscht, wenn wir auf Jesus vertrauen. Auch wenn er uns manchmal den Mut abverlangt für vielleicht zunächst eigenartig erscheinende Dinge. So wie bei Petrus den Mut zu diesem eigenartigen Fischfang oder den Mut zum Vertrauen auf das Wort vom Kreuz. Auch wenn es manchmal so aussieht, als könnte es nicht funktionieren, so wie bei der Nonne mit ihrem alternativen Benzinkanister. Ich bin überzeugt, dass es stimmt. So wie das Benzin der Nonne echt war, so ist auch das Benzin echt, auf das wir unser Vertrauen setzen dürfen, Jesus, der uns die Tür zu Gott geöffnet hat und der uns durch unser Leben führen kann und will. Amen.
du selber bist die Tür. Du vergibst uns alles, was uns von dir trennen könnte. Wir dürfen bei dir sein und mit dir leben. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, lass unser Vertrauen auf dich immer mehr wachsen. Das Vertrauen darauf, dass du uns richtig führst. Auch wenn wir manchmal nicht alles gleich verstehen. Amen. Der Herr, unser Gott, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Thank you.